Fuck, haben die dich schon gesehen? Lagen die ganze Zeit da. Aber vielleicht hat niemand drauf geachtet. Okay, vielleicht hat niemand drauf geachtet. Wir packen die mal ganz schnell weg. Ihr habt nichts gesehen, aber ihr könnt schon mal in die Kommentare schreiben, was wir damit vorhaben. Ja, genau. Was passiert? Was? In dem folgenden Video stellen wir euch alles vor, was wir mit nach Nepal auf den Annapurna Circuit nehmen. All unsere Informationen stammen von Personen, die den Track bereits gemeistert haben, Blogs und diversen Videos. Dieses Video stellt nicht den ultimativen Guide dar, sondern soll mehr als Inspiration dienen. Nachdem wir selbst den Track absolviert haben, geben wir euch natürlich mehr Infos, wie ihr den Track am besten absolvieren werdet. Viel Spaß bei dem Video. Was geht ab, Leute? Max und Marius sind wieder hier. Zweites Video unseres Nepal-Abenteuers. Für uns geht's genau in einer Woche los. Ganz kurz, in der Beschreibung könnt ihr direkt draufklicken. Wir haben für euch eine PDF-Datei zusammengestellt mit der kompletten Packliste, mit allen Items, die ihr hier seht. Das Video ist einfach für euch, damit ihr wisst, wenn ihr nach Nepal geht, hey, das muss ich mitnehmen, das kann mir weiterhelfen. Und nicht, dass ihr da steht und viele Sachen vergessen habt, Leute. Ich hoffe, das kann euch helfen. Und ja, wir beginnen direkt mit dem Video. So Leute, also erstmal, das Wichtigste ist ja halt der Rucksack, weil den werden wir auf der ganzen Tracking-Tour brauchen. Das ist, sag ich mal, das Allerwichtigste. Und da gibt es so ein paar Grundlagen, wie man den halt packt. Also ich weiß nicht, wie das bei eurem ist, falls ihr jetzt einen habt, gibt es immer unten dieses Fach. Das sollte am besten mit voluminösen Sachen halt gepackt werden. Als Beispiel bei uns wäre das jetzt zum Beispiel der Schlafsack hier. Genau, erstes Item, der Schlafsack. Genau. Bei vielen steht, wenn du zu dieser Jahreszeit reist wie wir im Frühling, reicht ein 3-Wetter-Schlafsack. Besser ist natürlich immer ein 4-Wetter-Schlafsack, ist aber natürlich auch dicker. Aber ein Schlafsack ist auf jeden Fall empfehlenswert. Wir haben halt gelesen, in den Hostels bzw. in den Guesthäusern gibt es halt so Sheets, Blankets, also so Laken mehr oder weniger. Und erstens sollen die halt dreckig sein und zweitens wird es ziemlich kalt oben, wenn ihr oben seid. Also ein Schlafsack auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, ein Schlafsack auf jeden Fall. Und der kommt halt auch als erstes quasi unten rein. Yes, lass uns ihn reinstopfen. So, also ich weiß nicht, generell unten am besten das komplett ausfüllen, dass es richtig voll ist. Weil dann habt ihr so eine gute Basis für den restlichen Rucksack und dann lässt sich alles andere auch besser reinpacken. Hier unten, also ich werde hier auf jeden Fall jetzt noch meine Regenjacke reinpacken und die Regenabdeckung für den Rucksack. Einfach weil ich da auch öfter schnell ran muss, weil mein Fach lässt sich relativ gut öffnen und da kommt man halt gut ran. Und den Hüttenschlafsack auch, oder? Den kann man auch direkt reinholen. Könntest du auch machen, ja. Ja, geil. Ist auch so eine Sache, die wir gelesen haben. Hüttenschlafsack. Mega empfehlenswert. Ist halt einfach, wenn du jeden Tag in diesen Schlafsack pennst, du schwitzt da drin, irgendwann fängt er an zu stinken und ein Hüttenschlafsack ist einfach noch so, mal, so ein ganz dünnes Ding, wo du reinschlüpfst, so ein Innenschlafsack und da drin kannst du immer pennen. Es ist komfortabler, ein bisschen wärmer und einfach nice, weil du da drin halt nicht so viel schwitzt. Also Leute, Hüttenschlafsack und Regenjacke hast du gesagt, packen wir auch direkt rein. Ich denke mal, muss man nicht viel drüber reden, Regenjacke einfach mega wichtig, weil natürlich wir sind jeden Tag draußen, jeden Tag am Laufen. Und es wird safe mal regnen, sind wir mal ganz ehrlich. So Leute, jetzt kommen wir zu einem sehr wichtigen Teil und das sind die Wanderschuhe. Max erzählt euch gleich mal, warum er seine Schuhe ausgesucht hat. So grundsätzlich Wanderschuhe, die meisten sind zwischen 150 und 200 Euro, was ich so gelesen habe und gesehen habe. Sehr wichtig für den Track ist halt einfach, dass sie wasserabweisend sind und zweitens müssen sie robust sein, stabil sein und sie müssen atmungsaktiv sein. Ich meine, du schwitzt da drin, läufst da drin jeden Tag und deswegen... Was ich euch auch empfehlen kann, was Max, glaube ich, auch gemacht hat. Du bist in den Laden gegangen, oder? Ja, ich bin zum Beispiel zum Globetrotter nach Hamburg. Der ist halt einfach riesig. Da sind wirklich 5 Leute, die auch schon tausende Wanderungen gefühlt gemacht haben. Und die beraten dich halt einfach richtig gut. Ich habe jetzt ja auch so einen richtig fetten Schuh. Also was ganz wichtig auf jeden Fall ist, was mir mitgegeben wurde, ist, dass der halt hoch ist. Dass er vor allem hier deine Knöchel schützt, dass du nicht umknickst. Weil das ist halt, sage ich mal so mit, das Schlimmste, was dir auf dem Track passieren kann, dass du umknickst und dann nicht mehr gehen kannst. Und das wäre halt richtig scheiße, nur wegen sowas den Track abzubrechen. Und deswegen sind halt hohe Wanderschuhe richtig wichtig. Ja, das stimmt. Also ich denke mal, die meisten von euch oder wir auch wollen jetzt nicht unbedingt mega viel Geld investieren. Aber ich glaube, gerade bei Wanderschuhen ist es schon extrem wichtig, das Geld zu investieren, damit man erstens die Tage halt ganz normal komfortabel auch laufen kann. Und dass man sich halt nicht verletzt. Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, schon ziemlich wichtig. Ich glaube, das Wichtigste ist auch, dass ihr einfach guckt, was für euch das Beste ist. So die Marius hat, die kann man halt auch einfach mal für kürzere Wanderungen nehmen. Meine zum Beispiel sind dafür eigentlich eher ungeeignet. Die sind halt wirklich echt für Gebirge geeignet.
und nicht für auch mal so normale Wanderstrecken. Da würde ich einfach mit irgendwem mal quatschen, auch in so einem Laden. Das hilft ungemein, wenn man keine Ahnung hat. Die anprobieren dann ja auch. Ja, das ist auch extrem wichtig. Ja. Das habe ich auch gemerkt. Und nehmt euch dicke Socken mit. Das ist beim Anprobieren mit das Wichtigste, weil in dünnen Socken passt das alles sowieso nicht so richtig. Was wir noch als Schuhe mit haben, ist, ich denke, wir gehen beide in Sportschuhen hin. Ja. Also das sind quasi unsere Alltagsschuhe, aber auch Sportschuhe. Ich habe schon oft gelesen, dass man halt irgendwann wunde Füße hat, quasi von dem ganzen Gehen, auch in den Wanderschuhen. Und dass Sportschuhe halt vielleicht so eine Lösung, eine ganz gute Alternative sind. Und wir haben auch, außerdem haben wir noch Flipflops jeder dabei. Einerseits vielleicht zum Duschen, aber andererseits, ich habe auch schon gehört, dass viele den Track mit Flipflops gehen. Vielleicht können wir das einfach mal ausprobieren. Wir wissen halt noch gar nicht, wie es abgeht, wie unsere Füße dann wehtun. Ja, mal schauen. Auch generell für Kathmandu ist das, glaube ich, auch mega chillig. Ich glaube, sowas hat man halt einfach immer gerne dabei. Auch abends, wenn man irgendwo ankommt, ist das, glaube ich, viel, viel chilliger alles, als in den Wanderbotten rumzulaufen. Da gibt man seinen Füßen, glaube ich, mal ein bisschen Pause. Ja, das stimmt. So, als nächstes Kulturbeutel. Ich glaube, das ist jedem klar. Ich glaube, da weiß auch jeder am besten, was er mitnehmen soll. Deo haben wir selber so mitgekriegt, soll extrem wichtig sein, wenn man halt nicht so richtig viel duschen kann. Ja, und sonst nur Zahnbürste, Zahncreme, das, was man halt einfach so braucht, so alltägliche Sachen. Ich denke mal, das kriegt jeder selber hin. Also, die Dinger sollen auch noch mega wichtig sein. Ich hatte erst nämlich so normale Gesichtstücher. Das wurde auch empfohlen, weil man kann sich da halt nicht waschen. Auf den Hütten oben gibt es meistens keine Duschen mehr. Halt mal ein Waschbecken oder so. Aber das Wasser in Nepal ist ja generell nicht so, generell zum Zähneputzen und alles nicht geeignet. Deswegen haben wir uns so Feuchttücher gekauft. Das sind jetzt richtig große Tücher. Die sind halt einfach mal, um Gesicht sauber zu machen oder generell, wenn man sich auch mal den Tag über bei gutem Wetter mit Sonnenmilch oder sowas angecremt hat, ist das echt ultra nice, das loszuwerden, weil ich glaube mir, es gibt nichts Schlimmeres, finde ich, als fettig oder so in einem Schafsack zu pennen. Ja, richtig. Also unsere Empfehlung, die Baby Dream Feuchttücher von Rossmann. Ja, Mann, wir machen jetzt hier. Die zahlen uns auch dafür. Ja, richtig Kohle. Rossmann, danke übrigens nochmal an Rossmann, die dieses Video hier sponsern. Ohne euch wäre dieses Video nicht möglich gewesen. Ja, danke dafür. Vielen Dank nochmal. Ja. Okay, Leute, kommen wir zu den Anziehsachen. Da ist es extrem wichtig, packt nicht zu viel ein. Wirklich jeder Kilo zählt vermutlich auf dieser Wanderung. Wie viele T-Shirts hast du mit? Also ich habe jetzt 3 mit. Und für die Nacht habe ich jetzt auch nochmal so längere, langärmliche T-Shirts so für den Schlafsack. Ich habe jetzt persönlich 2 T-Shirts mit, 2 normale T-Shirts. Und dann, was wichtig ist, sind Funktionsshirts, die wir vermutlich auch jeden Tag, außer vielleicht am Anfang, runtertragen. Die sind halt gut für Wärme und Kälte und ist keine Baumwolle, weil wir haben gehört, Baumwolle ist nicht so geil, weil Baumwolle saugt den Schweiß auf und trocknet nicht. Deswegen halt keine Baumwolle, lieber Funktionsshirts. Was ich auch noch empfehlen kann, ich werde es selber ausprobieren, ich weiß es nicht, ist so ein Merino-Wolle. Ich habe jetzt ein T-Shirt. Ich bin selber gespannt. Es hieß immer so, dass Merino-Wolle halt einfach keinen Geruch aufnimmt und deswegen nicht stinken soll. Ich hoffe einfach, dass ich dann das T-Shirt ein paar Tage länger tragen kann, bis ich das waschen muss. Ja. Ja, ich hoffe, das hat sich gelohnt. Das gleiche gilt auch für Hosen. Ich persönlich habe auch eine Funktionshose mit und dann natürlich eine Wanderhose. Wanderhose, ja, ich denke mal, ergibt sich von alleine, einfach zum Wandern. Und ganz wichtig ist, dass man die Beine quasi auseinandernehmen kann, falls es halt warm ist, dass man den unteren Teil abtrennen kann und auch mal ein bisschen Luft ankommt an die Beine einfach. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich hatte viele von den Sachen jetzt für die Wanderung nicht. Ich hatte das Glück, dass meine Tante ziemlich oft verreist und von der habe ich mir eine ganze Menge geliehen. Ich kann euch das auch nur empfehlen. Ich habe noch ein paar andere Freunde gefragt, ob die mir was leihen können. Und sie kommt viel günstiger dabei weg. Und ich bin auch so, dass ich jetzt erstmal so langsam alles zusammen kaufen will, weil ich will später noch ein paar mehr Wanderungen und andere Sachen machen. Kann ich euch nur empfehlen. Fragt lieber noch ein paar Freunde, fragt einfach mal überall durch oder auch bei Facebook, ob irgendwer ein paar Sachen hat, die ihr ausleihen kann. Vor allem so eine Merino-Shirts und so, viel zu teuer, viel zu teuer. Und auch gute Funktionsunterwäsche, auch viel zu teuer. Ja, auf jeden Fall. Also Wandersachen, gerade die guten, die qualitativ hochwertigen, sind mega teuer. Ist natürlich alles verlinkt in der Beschreibung, was wir euch vorstellen. Fragt erstmal eure Freunde und Familie. Was die haben, weil definitiv. Ist halt echt ein stolzer Preis, den man zahlt für die ganzen Sachen. Dann zu den Socken noch mal ganz kurz. Also es gibt einfach bei Amazon, beziehungsweise ich stelle euch auch einen Link in die Beschreibung, Wandersocken, hab für 5 Paar nur 20 Euro gezahlt. Es gibt teilweise halt ein Paar so 10, 20 Euro, die man zahlt. Deswegen einfach mal, ich denke, der größte Unterschied ist halt wirklich einfach der Baumwollanteil. Aber ich hab halt gelesen bei Amazon, die sollen ziemlich atmungsaktiv sein, nicht so, saugen nicht so viel Schweiß auf und das ist extrem wichtig. Und ja, die müssen halt auch bequem sein.
Ich glaube, Marius hat halt alle möglichen Sachen, so aus noch relativ Baumwolle. Ich habe ein paar halt aus Merino-Wolle. Ich glaube, das können wir am Ende auch sagen, ja, was ja, besser ist. Auf jeden Fall. Also das können wir dann mal austesten. Ich bin auch gespannt. Ich habe auch keinen Plan, ob das wirklich was bringt, aber mal schauen. Ja, mal schauen. Weil so eine Socke kostet 20 Euro. Dafür hat Marius 5 Socken gekriegt. Wohl gemerkt, ja. Ja, und natürlich ein paar Unterhosen. Ich habe zurzeit habe ich hier gerade noch 7 Stück liegen. Max hat, glaube ich, nur, wie viel hast du mit? Ich habe jetzt nur 2 eingepackt. Ey, es kann auch sein, dass ich auf jeden Fall noch runterschraube. Vielleicht ist 7 echt ein bisschen viel. Ich werde auf jeden Fall noch 2-3 mehr. Okay. Wir treffen uns ungefähr in der Mitte. Sagen wir mal 5. Aber auch hier, wir können auch da nochmal entscheiden, weil wir auch noch nicht sicher sind, welche Boxershorts am Ende besser sind. Wir reden ja gerade die ganze Zeit davon, dass wir im Nachhinein nochmal alles wiedergeben, was uns geholfen hat, was uns nicht geholfen hat. Also wird auf jeden Fall ein Video kommen. Also keine Sorge, Leute. Definitiv. Wir haben echt noch gar keinen Plan. Dann habe ich noch eine kurze Hose mit. Falls es warm wird, ist auch keine Baumwolle. Das hier habe ich noch. Du hast ja, was hast du für ein Tuch? Ein Buff. Ja, ein Buff. Das habe ich auch gelesen. Das soll richtig gut sein. Das ist so ein Multifunktionstuch. Das kannst du dir auf den Kopf binden, das kannst du dir als Gesichtsschutz nehmen, das kannst du dir um den Hals binden. Handschuhe? Haben wir bis jetzt nur, also ich habe 2 Paar dünne, ich habe so eine relativ dünne und nochmal so eine Gloves hier richtig, so ohne Finger quasi. Können wir auch noch nichts zu sagen, wir wissen immer noch nicht, wie das mit den Temperaturen da ist. Mit Mütze holen wir uns auch noch in Kathmandu. Ja, jetzt kommen wir zu den bisschen spezielleren Sachen, würde ich immer mal sagen. Ganz kurz, es hat vielleicht nichts mit euch zu tun, aber vielleicht schon, falls ihr Bock habt, Videos zu drehen. Ich habe meine Drohne mit dabei, die Controller mit. Wir haben 2 Kameras mit dabei, Mikrofon, dafür Batterien, wir haben Ladekabel dabei. Sowas alles ist nicht essentiell, aber wenn ihr Bock habt, Videos zu machen, dann ist es natürlich essentiell. Aber auch da geht, packt lieber weniger ein. Packt lieber weniger ein, Leute. Denn jeder Kilo zählt halt wirklich. Und gerade wenn man richtig angestrengt ist und so beschäftigt ist damit, einfach den Berg hochzukommen, hat man gar keinen Kopf mehr dafür zu filmen. Deswegen weniger als mehr. Also 2 Kameras, eine Drohne, Stativ. Weniger ist halt einfach mehr. Ja, richtig. Klopapier wird uns empfohlen, eine Rolle mitzunehmen. Man kann das wohl auch überall da oben kaufen. Eine Rolle einfach mitnehmen. Mal schauen, das werden wir auch berichten, ob sich das lohnt oder ob sich das nicht gelohnt hat. Aber die nehmen wir jetzt einfach mit. Ja, das ist natürlich noch ganz wichtig. Reiseapotheke, lieben Gruß an die Verwandtschaft, Apotheke in Bieren. Jörg, der Apotheker, der hat uns hier so ein Pack zusammengestellt. Hauptsächlich halt was gegen Durchfall. Das soll das Schlimmste sein eigentlich, was man sich da einfallen kann. Mehr auch, weil man dann den Track quasi entweder pausieren oder abbrechen muss. Tape und Desinfektionsspray. Sonnencreme, ganz wichtig. Auch wichtig. Rasenpflaster, wurde auch empfohlen. Und ansonsten noch eine Rettungsdecke. Ich glaube, das kennt ja auch jeder. Einfach für den Notfall, dass man sowas dabei hat. Geht jetzt nicht speziell auch um uns. Auch vielleicht, damit wir anderen helfen können. Mal gucken. Einfach gut dabei zu haben. Ja. Und nochmal danke an Max auf jeden Fall. Also wir teilen uns die ganzen Reiseapotheke-Sachen. Ist auch, glaube ich, ein ganz guter Tipp. Also falls ihr zu zweit reist, teilt euch einfach die Reiseapotheke. Ihr müsst nicht beide so viel Medikamente und so viel Kram mitschleppen. Ich glaube, wenn man zusammen reist, ist es, glaube ich, ziemlich geil. Mikrofaserhandtuch. Also es fühlt sich wahrscheinlich nicht gut an, aber es ist halt unglaublich wichtig, weil es mega schnell trocknet und nicht viel Platz wegnimmt. Mega gut, mega wichtig. Gibt's auch richtig günstig. So. Dann kommen wir zu einer Sache, die extrem wichtig ist. Das ist ein Wasserfilter. Ganz easy, man schraubt den Filter ab, füllt das Wasser ein und dann wird das durch den Wasserfilter in eine Flasche gepresst in dem Fall. So kannst du das Wasser aus der Leitung quasi nicht trinken. Es wird auch geraten, dir am besten nicht die Zähne damit schon allein zu putzen. Dafür ist so ein Ding halt einfach mega nice. Man kann überall Wasser kaufen, auch auf dem Track wird überall Wasser nach oben geschleppt. Man ist halt quasi in Regionen, größtenteils sowieso unberührt sind. Und da kann man dann halt auch das Wasser, was die da auffangen, in Regenbehältern und sowas, easy damit trinken. Das sollte halt kein Problem sein. Marius, kurz ausprobieren. Weil ich eigentlich kein organisierter Mensch bin, habe ich auch zu Weihnachten gekriegt, auch von meiner Tante. Die meinte, das ist super nützlich und ich dachte bis jetzt so immer für einen Rucksack eher ungeeignet. Aber tatsächlich passten hier alle Klamotten rein, die ich so mit hatte. Also T-Shirts, Unterhosen, alles passt da perfekt rein. Und ich weiß nicht, wenn ihr schon mal mit dem Rucksack gereist seid, ich finde das ist ultra nervig, wenn du nur ein T-Shirt suchst und du kramst den ganzen verdammten Rucksack raus. Hier ziehst du nur dieses Ding raus. Ist klar, auch ein bisschen aufwendig, das wieder reinzukriegen, aber... Alles organisiert. Alles organisiert halt. Einfach super easy. Das kann man auch super wieder zu einem kleinen Ding hier zusammenpacken. Also kann ich auch nur empfehlen. Ja, mega nützlich, mega nützlich. Was für mich persönlich sehr wichtig ist, ist eine Verteilerdose. Da ich halt die ganzen Kamera-Akkus, Drohnen-Akkus, Handy aufladen muss.
Deswegen einfach für mich sehr wichtig. Und Max hat dazu den passenden Adapter. Adapter, ja. Sieht ziemlich komisch aus, aber ist natürlich nützlich. Also braucht ihr auf jeden Fall. Sonst könnt ihr halt nichts benutzen. Das kann ich erklären. Nee, heißt es nicht. Das ist der Powerbank. Powerbank. Ihr wisst alle, ihr wollt euer Handy laden. Richtig. Easy. Das brauchen wir nicht erklären. Ja, brauchen wir nicht erklären für euch. Auch von anderen empfohlen ist ein Buch. Max hat, glaube ich, Max lädt sich Bücher auf sein Handy runter. Mhm. Falls ihr ein E-Book habt, habt ihr natürlich in einem Gerät richtig viele Bücher. Ich persönlich liebe halt einfach nicht auf den Bildschirm zu gucken dafür. Die Abende da werden halt, da gibt es halt keinen großen Empfang, kein Internet und so. Und ich glaube, da braucht man einfach auch ein bisschen was, um ein bisschen abschalten zu können. Und ein bisschen was anderes zu lesen, auf andere Gedanken zu kommen mal zwischendurch. Weil man wird beim Online, glaube ich, eine Menge Zeit haben zum Überlegen. Ja, und wir sprechen gerade von Überlegen. Ihr habt richtig viele Gedanken beim Wandern, vielleicht Erkenntnisse. Nehmt euch ein kleines Notizbuch mit, schreibt es mit auf. Schreibt vielleicht auch auf, was ihr auf diesem Track lernt und umsetzen wollt. Ja, nehme ich auf jeden Fall mit und ist, glaube ich, auch mega, mega hilfreich. Eine Sache, die ich noch mitnehmen wollte, Marius hat ja seinen ganzen Kamerastuff. Ich habe mir noch ein Fernglas mitgenommen, um ein bisschen mal so in die Ferne mal zu schauen und mal gucken, ob man irgendwas Geiles noch sieht. Ja, genau. Und dann hast du, glaube ich, noch eine Kopftaschenlampe mit dabei. Gerade wenn es vielleicht mal dann dunkel wird, falls wir es nicht ganz bis zum Sonnenuntergang zur Hütte schaffen. Ja, ultra wichtig. Die solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen. Also das habe ich bis jetzt immer gehört, dass die nur nützlich ist, also quasi dies. Must have. Auf jeden Must Fall. Have, ja. Genau. Und das, was wir noch haben, ist eine Sonnenbrille. Wie, ja, Sonnenschutzmittel, das gleiche, einfach um seine Augen zu schützen während des Tracks. Sonst müsst ihr natürlich noch die Dokumente mitnehmen. Diese beantragen wir vor Ort. Aber sonst den Reisepass. Ich glaube, man braucht 4 Passbilder insgesamt. Mhm. Und Kreditkarte natürlich, zum Geld abheben vor Ort. Und sonst Sachen, die wir jetzt gerade nicht erwähnt haben, aber die wir noch kaufen werden in Nepal, in Kathmandu direkt, weil die einfach günstiger sind. Das ist einmal so eine, nennt man das Downjacke? Wie nennt man das? Ja, Down und Fleece. Down und Fleece, genau. Die sind, glaube ich, sollen ziemlich günstig sein in Kathmandu und braucht man halt einfach auf der Wanderung. Und Stöcke? Stöcke, ja. Genau, Stöcke brauchen wir noch. Die Mützen. Und einen coolen Poncho. Den Poncho. Ja. Ein Poncho, wenn wir uns auf jeden Fall noch holen. Ja. Ja. Ja, richtig. Ja. Das war's eigentlich. Ich hoffe, euch hat das Video irgendwie weitergeholfen. Die Packliste, wie gesagt, ist zum Download bereit. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Worum geht's da, Max? Nächstes Video machen wir dann, zeigen wir noch die Vorbereitung, wie wir uns körperlich und mental hier auf den ganzen Track halt vorbereitet haben. ja, einfach vielleicht eine kleine Inspiration, wie man das Ganze gestaltet. Genau, wird nämlich anstrengend, deswegen muss man sich auch physisch und mental darauf vorbereiten. Ja, Mann. Und dann kommt noch ein kleines Special, das haben wir euch noch nicht erzählt. Kommt aber, ey, das wird richtig geil, glaube ich. Wird richtig cool. Wird ein kleines Vorbereitungstraining. Mhm. Okay, Leute. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen, damit ihr jetzt wisst, was ihr in Nepal alles braucht. Wir werden, wie gesagt, nochmal ein Recap-Video drehen. Unten in der Beschreibung ist der Download-Link zur Packliste. Und ansonsten, ja, abonniert den Kanal, damit ihr keine Videos zu unserem Nepal-Abenteuer verpasst. Und klickt auf die kleine Glocke daneben an, dann wisst ihr sofort, wenn das neue Video online ist. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, ne? Ja. Alles klar, nice.